Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Little Big Workshop. So, die Hasenzähnchen hier wissen auch noch nicht so genau, was sie machen sollen. Ich hätte eine Idee, aber naja, ihr wisst, die sind ein bisschen doof. Wir haben alle Aufträge gerade abgehakt. Wir warten, irgendwie scheinen sie gerade ein großes Problem zu haben, weil sie wollen nicht liefern. Irgendwie, weiß ich auch nicht. Warum helft ihr hier nicht mit? Sag mal, ihr faulen Säcke. Helft mal mit, komm. Naja, was willst du machen? Na, irgendwie haben die gerade richtig wenig Bock, oder? Kann das sein? Was ist mit denen? Los, ihr trüben Tussen! Oh, guck mal, jetzt haben sie mal endlich den... Wahrscheinlich, ja. Die hatten ja jetzt Pause, ne? Dann haben die so viel Schnittchen und Moccacino gesoffen, dass die einfach nicht mehr durch die Tür durchkamen. Die waren hier drin gefangen, weil sie so fett sind. Weißt du? So. Eine ganze Achtung für euch, ihr widerlichen, kleinen, ekelhaften Kackbratzen. Ist das nur ein Dreier? Ne, ist so ein Vier. Ach, das sind fünf. Zwei, ja klar, wer lesen kann, ist kleinen Vorteil für so fünf. So, dann kaufen wir dafür noch hier so ein Ding, das ist auch fünf. Nee, das ist 4. So. Ach, ist ja mal egal. Moment! Keiner zu Hause! So. Was ist denn so? Lieferung Boss-Sessel bekommen. Qualität zufriedenstellend. Bezahlung erhalten 10.330. Erfahrung freigeschaltet 15.000. Alles klar. Das heißt aber auch, wir müssten eigentlich bei den Kundenbeziehungen auf Maximallevel sein. Sehr gut. Guten Tag. Wir haben einen besonderen Möbelauftrag, bei dem wir Hilfe brauchen. Jetzt nicht. Ist auch wieder so eine Scheiße, weißt du? Machen wir nicht. Du hast 10 Tage Zeit. Du brauchst 8 Minuten. Ah, oh, leider nicht geschafft. Nix mit diesen grenzdebilen Mitarbeitern auf gar keinen Fall. Wir haben eine neue Deko. Ach, hier ist noch was zugekommen. Ja, was? So, warum mache ich das? Wir können jetzt hier eine Wand einziehen. Ja, ist nicht ganz so einfach. Aber... So, fangen wir hier an. 1, 2, 3, 4, 5, 6 plus 1. Müsste doch eigentlich, wenn ich den jetzt hier hinsetzen würde... Ja, das ist richtig. Das kann man so lassen, ne? Die hämmern sich aber auch den Wolf. Irgendwie habe ich das Gefühl, die haben einen an der Klatsche, oder? Irgendwas stimmt doch dann nicht. Vielleicht müssen die mal wieder ans Arbeiten kommen. Die brauchen aber auch lange. So, was wollen wir denn mal machen? Was haben wir denn noch? Ja, hier brauchen wir eigentlich nichts mehr machen. Das brauchen wir nicht, alles nicht. Basic Mittel.
Holz, ne? Das nicht. Kriegst du sowas noch hin? Oh. Aber hatten wir das nicht schon mal? Ne, breite Kommode, die hatten wir noch nicht. Ich weiß nicht, die könnte man natürlich herstellen, ne? Das Fahrrad geht auch runter. Ist natürlich von der Summe her ganz gut, weil relativ viel Geld damit gemacht werden kann. Was ist denn, wenn wir davon mal 10 Stück herstellen? Mich wundert allerdings, dass wir schon wieder einen Plan erstellen müssen, weil das Ding hatten wir doch schon mal. Was brauchen wir denn? Also davon brauchen wir nur 2. Wir müssen uns vornehmlich nicht auf Federn, sondern alles andere. Tja, sollen wir die aus Plastik gießen? Ja, ne? Ja, komm, machen wir mal rote Pedalen. Hier, 10 Stück. Sattel. Machen wir den. Mit weißem Stoff diesmal. Widerlich. Lenker können wir schweißen. Ist aber auch groß, ne? Dann machen wir hier Strangguss. Machen wir hier nochmal Strangguss. Was haben wir hier? Was ist das denn? Ach, der Kettenantrieb. 17 bis 22. Also ein bisschen umfangreich, habe ich das Gefühl. Was habe ich mir denn da wieder gedacht? Irgendwie habe ich das Gefühl, ich kriege das nicht hin. Nee, ne? Nee, das ist mir zu kompliziert. Komm, lass bleiben. Das ist mir zu kompliziert. Das kriege ich nicht hin. Das hier ist nochmal schön. Wie viel? 15 Einheiten. Ein Bob herstellen. Das ist aber auch preislich sinkend. Der ist kacke. Bobby Car geht runter. Hier geht Bobby Car hoch. Oh, ja, dann ist ja wohl klar, was wir machen, oder? Komm, dann nehmen wir den. Wo sind wir? 46 Einheiten. Dann macht mal. Wo geht's hin? Ja, komm, produziert mal. 50. Na? Wir können neu anstreichen. Körper bemalt. Das ist 8 bis 9, 5 bis 7. Dann machen wir noch den, ne? Machen wir Traktor raus. Klappt auch nicht. Irgendwas habe ich wieder falsch gemacht. Traktor in blau. Lenkrad in gelb. Dann müssen wir hier mal gucken. Nehmen wir das. Ja, das geht doch. Ja, das kriegen wir hin. 100 mal hier. Ich weiß, da geht. Ach nee, das ist 100 mal hier. Wir haben was vor, merkt ihr? Also ich habe was vor. Aber auf der anderen Seite, wir brauchen Geld. Dann können wir doch mal wieder so einen Großauftrag machen. Schön ist ja, wo ist denn hier der Malpunkt da? Das Schöne ist doch, wir haben es doch, wir können es doch leisten. So, 7 Tage brauchen wir dafür.
Da ist noch ein Arbeitsplatz nicht verbunden. So. 7 Tage, 18 Stunden. Naja. Komm. Einfach mal produzieren, weißt du? Einfach mal machen, komm. Sieht doch geil aus. Können wir noch irgendwo sparen? Was können wir denn noch ändern? Das war hier, weißt du? 6600. Wir müssen eigentlich nur von dem Roten runter. Wenn ich den hier wegnehme. Körper Blanco. Achso, den müsste ich hier ändern, ne? Ja, wir können auch gelb. Und dann machen wir ein rotes Lenkrad rein. Dann sind wir auf jeden Fall schon mal besser. So. Aber es ändert am Preis nichts, ne? Also insofern. Ja, es bleibt bei 6600. Ach, ist ja auch egal. Komm, machen wir wieder die Bobbycars, 50 Stück. Dann haben sie wenigstens was zu tun, die Idioten. Los, helft mit. Wo ist denn eigentlich hier die Arbeitstrupps? Was passiert hier gerade? Na, wir haben keinen Zeitdruck, alles klar. Ich mach mal das hier zu Ende, wenn sie fertig sind. Wir müssen mal eben rechnen. Wir haben 40, 85. Und ihr seid mit 90, ne? Ja. Also muss hier auf jeden Fall noch was rein. Das heißt, das muss noch ein bisschen verlängert werden, damit da noch was hin kann. Was nehmen wir denn noch? Es muss ja nicht viel sein. Ventilator 25, 30. Das heißt, die Linie hier müsste um 2 verlängert werden, ne? Wo sind eigentlich meine Bauarbeiter? Gibt's die noch, oder? So. Und dann haben wir hier die Zone. Es wäre ganz schön, wenn die das mal... Soll ich nur eine vierte kaufen? Dann hätten wir natürlich schon mal 4. Ach, weißt du was. Weißt du was, soll der Geiz kommen. Das wird ja gleich wieder besser von der Farbe her. Jetzt haben sie natürlich so einen Riesenauftrag. Aber komm, geben wir mal ein bisschen Gas. Ich würde das wirklich gerne abschließen, dieses Projekt, aber naja, ich hätte es vielleicht eher abschließen müssen. Aber ich habe jetzt 11 Aufnahmen am Stück gemacht. Ich denke, das reicht erstmal. Ich würde mir natürlich gerne angucken, wie viel habe ich. 120 habe ich weg. Weil wir müssen den Raum jetzt mal langsam zukriegen, dass wir vielleicht doch nochmal hier so einen Automaten hinstellen. Was? Wir sind pleite? Hör auf. Ach so, ja. Das ist ja nachvollziehbar. Nochmal, was ist denn mit meinem Arbeitstrupp hier? Macht da noch jemand eine Wand rein oder... Oder nicht? Ich frage für einen Freund, also nur so.
So, das ist aber ein Maschinenlager. Das heißt, hier müssen jetzt noch Regale rein. Reicht ja theoretisch. Geht nicht, ne? Okay, hier so eins. Hier noch ein kleines. Das wird verknüpft mit dem. Die Maschine wird verknüpft mit der. Wird verknüpft mit der. Wird verknüpft mit der. Und wird verknüpft mit der. So. Also so ungefähr stelle ich mir das vor. Ne? Was? Gumper, Gumper, Gumper? Dass wir die Räume sozusagen so machen. Ja. Ist nachvollziehbar, ne? Dann können wir zum Beispiel die hier nehmen. Ja, ich habe schon verstanden, worum es geht. Ihr versteht auch, worum es geht, ne? Ach, jetzt heul doch nicht rum. Wie die rumheulen, ne? Ist die Frage, sollen wir noch so einen Arbeitsplatz holen? Ja, eigentlich, ne? Was sind das? Metallstation ist das, ne? Die versperrt. Dass wir im Metallbereich schon mal immer 4 Stück haben, dann reicht ja so ein Automat hier wieder hin. So. Und dann können wir ja auch hier wieder bestellen. Das ist ja nicht so viel Geld, das haben wir ja gerade noch. Und dann machen wir auch hier wieder eine Wand dran. Eine Tür rein. Nicht ganz so breit, ne? Aber hier wird ja auch nicht so viel drin gearbeitet, habe ich das Gefühl. Sollten wir das so machen? Hier passt kein Regal hin, ne? Sollten die gleich groß sein? Ist vielleicht besser, oder? Ich weiß es nicht. Wobei, wir könnten natürlich ein Regal an die Wand setzen. Mal gucken. Das machen wir noch eben. Ein großes Regal hier hin und ein kleines Regal daneben. Ja, komm. Super. Okay. Natürlich müssen wir hier aus so ein Arbeitslager machen. Das geht hier dran. Und die hier werden verbunden mit allen 4. So, wir haben ein Problem, weil wir nicht mehr genug Kapazitäten hier als Ruheraum haben. Wir haben mittlerweile zu viele Mitarbeiter, die zu viel fressen. Was haltet ihr davon? Dann kommen hier natürlich ein Normallager rein, ne? Seht ihr sowas? So ist der Plan. Und dann würde ich immer solche Parzellen bauen. Immer so 4er Parzellen. Die kann man hinterher, wenn wir uns weiter ausdehnen, natürlich noch auf 6 oder so vergrößern. Aber grundsätzlich würde ich das erstmal so in dieser Art bauen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet.
Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Bleibt mir gewogen und wir sehen uns, wenn ihr wollt, zu einer neuen Folge von Little Big Workshop oder in der Zwischenzeit zu einem der vielen anderen Let's Plays hier auf meinem Kanal. Macht es gut, lasst euch nie ärgern und wir sehen uns. Ne? Bis dahin. Ciao, ciao.